Nummer 32 hat eine ganz besondere Bedeutung, weil dieses Auto, was ich euch hier heute zeigen kann, ist der neue Ferrari 296 Challenge und ist damit der 32. Saison des Markenpokals. Das Modell ist mittlerweile das 9. Wir haben angefangen mit 348 Challenge in 1993, 355, 360, 430, 458, 458 Evo, 488, 488 Evo. Und alle diese Challenge-Modelle hatten eines gemeinsam, nämlich einen V8 im Heck. Und jetzt alles neu. Dieses Auto basiert auf dem 296 GTB, na klar, und hat ergo einen V6 im Heck, einen 2,9 Liter V6 Biturbo. Aber anders als das Straßenauto und genauso wie die GT3-Variante, die auch kürzlich erst präsentiert wurde, hat dieses Fahrzeug hier nur den Verbrenner an Bord. Allein das Aggregat kommt schon auf satte 700 PS. Zum Vergleich, das GT3-Rennauto auf der ähnlichen Basis kommt auf 600 PS. Und na gut, das Hybridsystem insgesamt im Straßenfahrzeug, im GTB, kommt auf 830 PS, wiegt aber natürlich auch eine ganze Menge mehr. Und vor allen Dingen hat dieses Auto hier, wie man ganz unschwer erkennt, natürlich eine Wahnsinns-Aerodynamik. Bei 250 km/h verspricht Ferrari, dass dieses Auto 870 Kilo Downforce generiert. Damit ist es knapp 20% über den Werten, die der bisherige 488 Challenge Evo realisiert hat. Damit ist auch klar, wenn dieses Auto ab nächster Saison in den USA und in Europa in den Wettbewerb startet, wird es eine getrennte Wertung zu den dann immer noch vorhandenen 488 Fahrzeugen geben. Das heißt, die laufen in unterschiedlichen Klassen, denn dieses Auto dürfte weit überlegen sein. Hier vorne der Splitter, den wir hier sehen, riesige Splitter. Und der mittlerweile komplett aufgeräumte und geschlossene Unterboden alleine erlauben schon einen unheimlich hohen Anpressdruck am vorderen Wagen. Hier haben wir ein sogenanntes S-Duct-System verbaut. Das heißt, die Luft strömt hier vorne ein durch den Motorkühler und entweicht hier oben, wird übers Auto abgeleitet. Das erlaubt es den Ingenieuren tatsächlich, den Unterboden komplett zu schließen und so nah über den Boden zu bringen, dass eben vorne dieser Ansaugeffekt entsteht. Unterm Fahrzeug irgendwann öffnet sich ein Kanal mittig, damit der Heck-Diffuser hinten vernünftig angeströmt werden kann und auf der Gegenseite für Downforce sorgt. Gucken wir noch mal genauer auf die Bremsanlage. Verbaut sind riesige Carbon-Keramik-Verbundscheiben, 408 mm groß an der Vorderachse. Aber nicht nur das, die sind auch noch Silizium-Carbid beschichtet, damit sind sie besonders haltbar und auch bei extremer Belastung noch super wirksam. Und Ferrari baut eine spezielle Faserstruktur ein mit längeren Carbonfasern im Produktionsprozess. Und die wiederum bedingen zum einen, dass die Bremse in etwa das Sechsfache an Wärmeleitfähigkeit aufweist gegenüber dem vorigen Modell beim 488 Challenge Evo. Und nicht nur das, sie verspricht auch noch eine hundertprozentig bessere, also eine doppelt so gute Haltbarkeit der Bremsanlage. Wow! Natürlich sind auch die Reifen einmal mehr neu gedacht. Wie üblich kommen sie vom Haus- und Hoflieferanten Pirelli. Es gibt natürlich volle Slicks, es gibt natürlich Regenreifen. Und wenn man mal genau hinschaut, Ferrari hat auch das Cockpit überarbeitet, spricht hier von noch einer besseren Bedienbarkeit im Rennfall. Und wenn man ganz genau hinschaut, sehen wir hier bei diesem Ausstellungsstück ein echtes Must-Have-Feature für so ein Auto, nämlich einen Beifahrersitz. Der kann ganz leicht montiert und demontiert werden, ist eine Option. Das heißt, der ist nicht serienmäßig dabei, aber ist gar nicht so unsinnig, denn entweder kann ich mir hier den Coach direkt ins Auto packen, der mir unterwegs in Echtzeit noch ein paar Tipps zu meiner Linie und zu meinem Fahrskills gibt. Oder ich kann gute Freunde auf ein schnelles Ründchen mitnehmen, ist aber natürlich im Wettbewerb nicht erlaubt. Das heißt, Rennen fahren müssen die Herren dann bitte schon noch alleine. Also ich würde es gerne mal probieren.